Jürgen Klopp mit Meisterschale und DFB-Pokal. Der Macher des BVB-Doubles von 2012. Die Mannschaft um Lewandowski, Götze und Co. eroberte die Liga im Sturm, begeisterte die Bundesliga und Europa mit wunderschönem Offensivfußball und schaffte es 2013 sogar bis ins Champions-League-Finale. Die traurige Realität im Dezember 2014 hingegen: Tabellenletzter. Lewandowski und Götze sind längst Teil der bayerischen Erfolgsmaschine, der BVB hat jetzt Immobilie und Mkhitaryan. Die Erinnerung an eine Meisterfeier auf dem Borsigplatz ist ganz weit weg. Die müssen ja nicht von heute auf morgen oder von gestern auf heute auf einmal ein bisschen doof geworden und wissen nicht mehr, was eigentlich funktioniert und was nicht. Das ist gerade nur ein bisschen zäh und dafür muss man bereit sein. Und das bin ich zu 100%. Die Gegenwart heißt Platz 18, Abstiegskampf. Vor ein paar Wochen noch undenkbar, die Fragen zu Klopps Zukunft mehren sich. Die Sorge der Fans, Klopp könnte hinschmeißen. Ich habe keine Notfallszenarien. Wie komme ich hier noch raus mit erhobenem Kopf und wie kann ich hier meinen Ruf noch retten oder sonst irgendwas? Darum geht es überhaupt nicht. Klopp will Zweifel beseitigen. Er könne nach all den Erfolgen nicht mehr um den Klassenerhalt kämpfen. Nicht viele von uns steckten schon im Abstiegskampf. Ich als Spieler ständig. Und immer mein Fußballerleben lang, ich einer mit Ausnahme einer Saison. Und ich weiß, wie das funktioniert. Ich weiß, wie das abläuft. Und ich weiß, wie eine Mannschaft denken muss, um das zu schaffen. Weil wir es mit Mainz, als ich Spieler war, sind wir nie abgestiegen aus der zweiten Bundesliga. Die Partie gegen Hoffenheim entschied schon 2013 den Abstiegskampf. Dortmund verlor mit 1:2. 1899 rettete sich damit in die Relegation und der BVB spielte eine Woche später das Champions-League-Finale. Jetzt, 2014, muss der BVB unter Jürgen Klopp zeigen, dass er auch mit dem Druck des Existenzkampfs umgehen kann.